Wer seine Kaffeemaschine, Heizung oder sogar die Wetterstation übers Internet zu Hause abrufen möchte, war beim Projekt Embedded Linux genau richtig. Embedded Systems oder auf Deutsch eingebettete Systeme sind in Leistung und Ausstattung auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten und daher wesentlich kleiner und kostengünstiger als ein normaler PC. Aber wie sieht denn ein solches eingebettetes System nun konkret aus? Hier sieht man ein Board von Atmel. Da ist ein AVR32 drauf. Das ist ein 32-Bit-Prozessor. Und darauf befindet sich auch ein komplettes Linux-System. Auf dem leistungsstarken Entwicklungsboard befindet sich ein Linux-Betriebssystem, welches eine schnelle Inbetriebnahme mit wenigen Grundkenntnissen schnell ermöglicht. Doch wie programmiert man so ein Embedded Linux-System? Findet die Entwicklung und das Bauen von Programmen nicht auf dem Board selber statt, sondern durch sogenanntes Cross-Compiling auf einem anderen Rechner, auf einer komplett anderen Architektur, mit der die Programme dann erstellt werden. Dass dies nicht immer so ganz einfach ist, konnten die versammelten Teilnehmer schnell selbst feststellen. Weil mein Kollege gerade alle möglichen Sachen gelöscht hat und man kann noch nicht mal mehr die LEDs einschalten, ne? Oder? Nein. Wo ist das hier? Ja, und dann? Nach der Programmierung des Entwicklungsboards kann er die unterschiedlichsten Anwendungen selbstständig übernehmen. In der Praxis werden eingebettete Systeme gerne für die Aufgaben aus der Steuerungstechnik, zum Beispiel der Hausautomatisierung, eingesetzt. Aber wir finden sie auch in vielen Geräten, mit denen wir täglich in Berührung kommen, wie zum Beispiel Router, Harddisk-Recorder, DVD-Player oder Setup-Boxen.